Wenn jeder diese eine Sache in sich selbst regelt, werden wir diesen Verstand zu seinen bestmöglichen Fähigkeiten nutzen. Ohne eine Persönlichkeit kannst du in der Welt nicht funktionieren, aber du musst nicht in einer Persona feststecken. Wenn du sie bewusst trägst, ist sie da für die Funktion, aber du wirst nicht zu dieser. Weil heutzutage Informationen überall sind und du weißt schon, jeder ist nur ein Klick entfernt von den Informationen und es gibt diese überwältigenden Informationen überall. Also wie formen wir unsere eigene individuelle Persönlichkeit und bewahren unsere Individualität? Gibt es eine Balance zwischen Anpassen an die Zeit des Wandels oder die sich ändernde Zeit und sich selbst ändern und wie? Schau, wenn du individuelle Persönlichkeit sagst, schau, was das Wort. Das Wort Persönlichkeit kommt von dem Wortstamm genannt Persona. Persona bedeutet eine Maske, die du trägst. Um eine gewisse Funktion auszuüben, musst du eine gewisse Maske tragen. Nun, du bist eine Sportlerin. Wenn du auf dem Spielfeld bist, hast du eine gewisse Art von Maske auf, die notwendig ist. Diese Maske muss aggressiv sein, deinen Gegenspieler in Angst versetzen, falls notwendig, was auch immer. Du musst so eine Art Maske tragen. Du trägst diese Maske nicht zu Hause. Du trägst diese Maske nicht bei deinem Freund. Denn diese Maske bedeutet, du musst dazu fähig sein, sie nach Wahl zu tragen und abzunehmen. In dieser Viruszeit ist jeder maskiert, keine Wahl. Andere Art von Maske. Aber das ist, was Persönlichkeit bedeutet. Um unterschiedliche Aktivitäten auszuüben, müssen wir uns selbst in einer gewissen Weise strukturieren. Aber was im Laufe der Zeit passiert, wenn die Leute 30, 35 sind, stecken sie mit einer Maske fest. Sie sind nicht in der Lage, sie abzunehmen. Überall sind sie auf die gleiche Art. Nun wird es zu einer schmerzhaften Erfahrung. Wenn du schaust zwischen einem Kind, jeder, was auch immer ihr Alter heute ist, als sie 5, 6 Jahre alt waren, wenn du ihre Gesichter anschaust, sahen sie alle so aus. Ein großes Lächeln, Grinsen, du kannst sie vom Grinsen nicht abhalten. Aber allmählich wird es so ernst und lang, einfach weil sie in ihrer eigenen Persönlichkeit feststecken. Eine Maske, die sie trugen, und die können sie nicht abnehmen. Die ganze Zeit sitzt sie fest. Also, wir müssen unsere Persönlichkeit nicht herauskristallisieren. Es ist sehr wichtig, dass wir unsere Persönlichkeit so flexibel halten. Um verschiedene Arten von Aktivitäten auszuüben, sollten wir in der Lage sein, verschiedene Arten von Masken zu tragen. Ohne eine Maske kannst du nicht arbeiten. Ohne eine Persönlichkeit kannst du in der Welt nicht funktionieren, das ist sicher. Aber du musst nicht in einer Persona feststecken. Du kannst eine andere Person sein, wie es die Situation verlangt, du kannst diese Art von Person sein. Erst dann wirst du selbst volle Entfaltung finden, andernfalls wirst du in einer Struktur feststecken, die du kreiert hast. Es ist ein Gefängnis, das du baust und dann darin feststeckst. Wenn dich jemand einsperrt, ist das bedauerlich, aber verständlich. Aber wenn du dich selbst einsperrst, es gibt nichts Dümmeres als das. Aber das ist es, was mit 90% der Menschheit die meiste Zeit über passiert. Aber zu dieser Frage, ich möchte das fragen, wenn wir gerade über Masken sprechen, aber ich spüre, es ist nicht nur gegenüber dir selbst. Ich weiß, man möchte glücklich sein, man möchte einfach die Maske abnehmen, glücklich sein, glücklich bleiben. Aber es kommt auch auf die andere Person an, mit der du redest, auf die du reagierst. Also ich bin mir sicher, weißt du, dieses Mal ist deine Maske wieder auf. Also was macht man dagegen? Zum Beispiel, du sprichst mit einer Person und du magst diese Person nicht und du musst dich entsprechend dem verhalten, was er sagt. Und du könntest sagen, okay, das ist, was er gesagt hat und ich muss mich in einer Art verhalten wie, okay, ich muss nett sein. Wie reagiert man auf so etwas? Schau, Maske. Weil oftmals geschieht das für alle, bin ich sicher. Erzähl mir, wer ist dieser Typ zuallererst? Nein. Das werden die Nachrichten im Land sein. Nein, Sadhguru, im Ernst. Nein. Ich meinte, weißt du, bei vielen Menschen, wenn du mit Freunden sprichst, manchmal bist du vielleicht wütend mit ihnen, aber du magst nicht, was sie sagen, aber du sagst, okay, es ist okay, vielleicht gefällt dir nicht, was sie tun. Zum Beispiel, dein bester Freund macht etwas und du weißt schon, es könnte dir nicht gefallen, aber dann sagst du, es ist okay, das macht nichts. Du kannst es ihnen nicht ins Gesicht sagen, weil... Für gewöhnlich sage ich es ihnen
meistens ins Gesicht. Weil, Sadhguru, ich habe das ein paar Mal gehabt, dass du sprichst mit deinen Freunden oder anderen Leuten und du kannst vielleicht fühlen, dass sie falsch liegen, aber du zögerst es ihnen zu sagen, du weißt schon, weil man kann nicht einschätzen und es gibt eine Menge Leute, denen man es nicht ins Gesicht sagen kann. Schau. Sindhu, die Sache ist die, es geht nicht darum, ob Leute richtig oder falsch liegen. Es ist nur so, jeder Mensch verhält sich und lebt und versteht das Leben gemäß ihrem Verständnis und ihrer Intelligenz. Nicht jeder kann das Leben in gleichem Maße wahrnehmen und verstehen. Wenn du erkennst, dass Menschen so sind, wie sie sind, aufgrund der Einschränkungen, die vorliegen, würdest du danach streben zu sehen, wie du ihnen helfen kannst, ihre Einschränkungen zu durchbrechen, anstatt ein Urteil zu fällen, sie sind richtig, falsch, gut, schlecht, all diese Dinge. Es gibt unterschiedliche Arten von Menschen. Bei allem, was jeder so tut, ist es nicht notwendig, dass es dir gefallen muss oder mir gefallen muss. So ist es nicht. Aber es gibt keine Notwendigkeit für uns. Wenn du eine Maske trägst, um eine bestimmte Funktion auszuüben, bist du immer noch der, der du bist, innerhalb der Maske. Aber momentan ist das Problem, die Maske sitzt so dicht an deinem Gesicht, du kannst nicht unterscheiden, was ist die Maske und was bin ich. Also wenn ich eine Maske oder eine Persona sage, was es bedeutet ist, du trägst sie bewusst. Wenn du sie bewusst trägst, ist sie da. Sie ist da für die Funktion, aber du wirst nicht zu dieser. Schau, wenn ich sage, du wirst nicht zu dieser, momentan, du bist ein hochgewachsenes Mädchen. Ich sah auf jedem Podium, auf dem du stehst, du bist größer als alle anderen. Du wurdest also nicht so geboren, du wurdest gerade mal so groß geboren und jetzt bist du so groß geworden. Das ist nur eine Ansammlung, der Körper ist nur eine Ansammlung. Gleichermaßen, was du als mein Geist, mein Gedanke, meine Emotion bezeichnest, sind Ansammlungen. Was wir ansammeln, gehört uns. Wir können es nicht sein, nicht wahr? Wir sind es nicht. Jetzt gerade, dieses Kleidungsstück, es mag mir gehören, aber es kann nicht ich sein. Gleichermaßen der Körper, gleichermaßen die Struktur des Geistes. Wenn wir uns dessen bewusst werden, was bin ich und was bin nicht ich, wenn jeder diese eine Sache in sich selbst regelt, wenn sie sich dessen bewusst sind, ist all dies kein Problem. Wir werden diesen Körper, wir werden diesen Geist zu seinen bestmöglichen Fähigkeiten nutzen und das ist alles. Speziell für dich als Sportlerin. Den Körper und Geist zu seinen bestmöglichen Fähigkeiten benutzen, ist am Ende alles, was zählt. Also momentan, du wirst es selbst bemerkt haben, wie auch jeder andere Mensch es in seinem täglichen Leben bemerkt haben wird, weil du eine Sportlerin bist, sage ich bei dir, denn die Konsequenz für dich, wenn du nicht in Bestform funktionierst, ist sofort da. Bei anderen, wenn sie heute etwas nicht gut machen, mag es 2 Jahre dauern, bis die Resultate bei ihnen eintreten. Bei dir ist es unmittelbar, es ist direkt ein schlechter Schlag, wenn du in diesem Moment nicht gut funktionierst. Also deswegen ist es für dich viel leichter, das zu bemerken, wie oft in deinem Leben dein eigener Gedanke, deine eigene Emotion, deine eigenen Ideen und deine eigenen Meinungen zu einem Hindernis deiner Funktionsfähigkeit werden. Also in der Welt gibt es viele, viele Herausforderungen. Gerade jetzt sind wir in einer sehr herausfordernden Zeit, in Ordnung? Aber du selbst, deine eigenen Fähigkeiten, dein eigener Gedanke, deine eigene Emotion, dein eigenes Funktionieren deines Körpers sollten zu keinem Hinderungsgrund in deinem Leben werden. Das ist die wichtigste Sache, die jeder Mensch tun sollte. Was uns die Welt erlauben wird zu tun oder nicht, wissen wir nicht. Das hängt von den Zeiten ab, in denen wir sind. Schau, heutzutage, weil du dich im 21. Jahrhundert befindest, schwingst du einen Schläger. Aber wahrscheinlich, wenn du vor 1000 Jahren hier gewesen wärst, würdest du ein Schwert schwingen oder was anderes, du weißt schon. Ich sage, es sind die Zeiten, die uns erlauben, zu tun, was wir tun. Also zu dieser Zeit, so wie es Möglichkeiten gibt, gibt es auch Herausforderungen. Daher, wenn ein individueller Mensch nun ja hier ist, ohne unseren Körper, unseren Gedanken, unsere Emotionen, unsere Energien zu einer Herausforderung an sich zu machen, wenn du nur diese eine Herausforderung beseitigst, wirst du in deinem Leben das Beste aus dir herausholen. Dein Bestes wird das Beste der Welt sein? Wissen wir nicht. Das ist Gegenstand verschiedener Realitäten. Aber das Wesentliche ist, ob ich der Beste in der Welt bin oder nicht, ist nicht wichtig. Du gibst dein Bestes zu jeder Zeit. Du bist dir nie selbst ein Hindernis. Andere Hindernisse auf der Welt werden wir überwinden müssen.